Tanz. Ein Dorf, das in einem riesigen Elfenring liegt. Eine schwächliche Art von Magie versorgt die Bewohner mit allem, was ihr Herz begehrt. Peinlicherweise wünschen sich die meisten ganz einfach Frieden, Glück und ein langes, sorgenfreies Leben. Sorgenfreies Leben? Das hätten sie wohl gern. Niemals. Nicht mit uns. So. Aha. Und hier sind wir, wie man sieht, nicht alleine. Wir haben hier den blauen Keeper und jetzt auch den grünen. Ich glaube, die sind auch gegenseitig verfeindet. Sollen uns aber nicht weiter stören. Wir buddeln uns direkt in die Mitte. Ein neues Gebiet vorgegraben. So, wir bauen uns direkt. So, Moment. Wir bauen uns direkt eine Bibliothek. Und zwar hier oben hin. Hier gibt es nämlich einiges zu erforschen und unser Vampir kann das sehr gut, dann mache ich mal so. Und erforscht schon mal. Wir machen eine Schatzkammer hier hin. Buddeln erstmal ein bisschen Gold ab, damit wir schon mal gut vorbereitet sind. So, Imps. Ich will nämlich möglichst schnell den Tempel haben, damit ich, hier mal nicht, damit ich eine Armee machen kann. Eine Imp-Armee. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. So. Hier mache ich das Versteck hin. Schön riesig. Oh, hier ist ja schon ein Versteck. Na, dann lasse ich's. Trotzdem mache ich das größer. So. So. Ein neuer Raum wurde erforscht. Wie machen wir das am besten? Mache ich hier die Hühnerfarm hin? Oder hier? Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. So. Und hier kann ich theoretisch eigentlich schon mal rushen. Oder? Ich glaube, das mache ich auch. Wir kennen das Prozedere ja schon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Cranium interno. So. Eure Kreaturen werden angegriffen. Auf zum Dungeon Herz. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ich mach mal wieder unseren Eishagel. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, die prügeln alle auf mich ein, aber es bringt einfach nichts. Eine größere Schatzkammer. Ich mache einfach die ganze Zeit Eishagel und Machtwort, ne? Sieht man unten links. Und hin und wieder diesen Schildzauber. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Da kann er einfach nichts machen. Das sieht man übrigens, wenn ich von Feuer getroffen werde, dann wird der Bildschirm so rot. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. So. Ja, ein bisschen Leben hat er verloren, ne? Ich heil mich mal. So. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Grün hätten wir. Kreaturen unterliegen im und direkt zu blau. Damit er gar nicht erst stark wird. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Nein! Bleib doch hier! So, und auf zum nächsten Keeper. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ach, wie süß. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eishagel, ey. Eishagel macht so viel Schaden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein Eingang wurde erobert. Eure Untergebenen.
So, aber ich kümmere mich einfach nur ums Dungeon Herz. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg. So. Dann haben wir nämlich vor dem nichts mehr zu befürchten. Keeper können nämlich tatsächlich ganz schön unberechenbar werden. Heilen wir uns mal. Eure Kreaturen werden angegriffen. So geht's natürlich auch. Keine Chance. Vampir auf Level 10 ist doch einfach lächerlich, oder? Lächerlich OP. Und. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja. Einen gegnerischen Keeper besiegt. Easy. So. Die Keeper hätten wir schon mal. Oh. Drei Flächen kann man hier bei den Juwelen benutzen. Ja, dann machen wir hier auf jeden Fall unsere riesige Schatzkammer. Huch. So, das ging ja schnell, wieder einmal. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. So. Ach, das gehört uns doch nicht. Ja gut. Hier stand das Dungeon Herz. Hier ist ein Wachposten, den reiße ich mal ab. Genauso wie hier. Und hier haben wir noch das andere Dungeon. Hat der auch hier Edelsteine? Juwelen? Das würde mich mal interessieren. Stimmt, ne? Ja, allerdings nur zwei Seiten. Ja, tatsächlich. Eine größere Schatzkammer wäre keine schlechte Idee. Ja, erforscht mal den Tempel. Also, den kann ich gerade gut gebrauchen für eine Imp-Armee. Auf einen gegnerischen Raum. Oder hat der vielleicht, hat jemand von denen schon einen Tempel gebaut? Nee, ne? Das Versteck reiße ich mal ab, damit die Kreaturen alle an einem Fleck sind und sich nicht so auf viele aufteilen. Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Hier gibt es auch noch ein bisschen Gold. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. So. Hier ist noch ein Versteck. So. Du eroberst mal hier. Du eroberst hier. Und du eroberst da. Das reiße ich auch mal ab. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Oh oh. Oh oh. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Gut. Das reiße ich auch alles ab. Das brauchen wir hier nicht. Und den reiße ich auch ab. Den bauen wir natürlich bei unserem Dungeon-Herz hin. Also in unser Dungeon. Ja, sehr gut. Dann kann ich hier noch ein bisschen aufbuddeln. Und wir haben eine richtig, richtig dicke Goldquelle. So. Schatzkammer. Und hier können dann 9 Imps gleichzeitig graben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Hier hin. Gold hier reinschmeißen. Obwohl, das hätte ich lieber oben hinschmeißen sollen, oder? Ein neuer Spruch. Ich glaube, das reiß ich nochmal ab. Oh oh. Mistfliege, ey. So, das packe ich nämlich lieber nach oben. Eure Kreaturen bekämpfen gegenseitig. Damit die Schatzkammer hier oben ein bisschen gefüllter ist. Damit die hier oben hingehen und sich das Gold holen. Wenn nämlich in dieser Schatzkammer kein Gold liegt, dann laufen die natürlich zu einer Schatzkammer, wo Gold drin ist. Ne? Und das wollen wir natürlich dann vermeiden, dass die hier immer hinlaufen, sondern die sollen sich das hier abholen. So, hier haben wir ein Versteck. Das mache ich mal größer. So. So. Oh, nervt mich. Ein neuer Raum wurde erforscht. So, weg mit euch. Oh, mir gehört der Eingang gar nicht. Die Kreatur kommt die ganze Zeit durch diesen und diesen Eingang. Gut. Hätten wir das. Gab es hier noch irgendwelche interessanten Secrets? Ich guck hier mal. Dungeon Spezial oder so? Nee, nur Erde. Hier auch nix. Hier ist nichts, nichts, nichts. Ne? Sieht man nix. Und das hier soll unser dann sein, oder wie? Die kriegen hier so richtig coole Sachen und wir kriegen so einen, wo wir ewig lange laufen müssen. Vielen Dank für gar nichts. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Ja, ich glaube, das war's. Hier. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegen. Aha. Ein neuer Raum. Ich kann aber nicht sehen, was es ist. Hier müssen wir auf jeden Fall später hinbuddeln. Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen. Ey! Könnt ihr mal die Schnauze halten? Was habt ihr denn eigentlich mittlerweile alles erforscht? Leider noch nicht genug. So. Dann erforscht mal. Hier bauen wir unseren Trainingsraum hin. Ich glaube, den brauche ich gar nicht. In diesem Level. Eure zack, Kreaturen zack, bekämpfen zack. Sich gegenseitig. Ein neuer Spruch wurde erforscht. So. Ansonsten. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Alter. Ich nehme mal hier die Viecher raus, die Spinnen. Und schmeiß die dafür rein. Nehmen sogar einen Drachen raus und schmeiß den dafür rein. Na doch, der Drachen kann auch noch mitforschen. Da sieht man, ist noch ein bisschen Platz. Aber natürlich soll unser Vampir forschen. Moment mal, was ist denn hier los? Dann geht das nämlich deutlich schneller. Ansonsten gab es hier nicht viel, ne? Bekämpfen sich gegenseitig. Ein neuer Raum wurde erforscht. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ja, dann ist das so. Das ganze Kruppzeug schmeiße ich mal weg. So. Ihr kommt alle in den Trainingsraum. So. Ja, ihr sollt endlich mal den verdammten Tempel erforschen, damit ich meine Imp-Armee bauen kann. Weil vorher ist mir das zu teuer. Na, ich habe jetzt nur 3 Imps. Ich will jetzt aber jetzt nicht zwischendrin noch schon neue machen. Schmeißt mal euer Gold weg, falls ihr welches habt. Er hatte noch ein bisschen. Gut. So. Dir gebe ich mal Speed, damit du ein bisschen hinmachst. Und klatsch dir nochmal eine. Dann geht das nämlich deutlich schneller, wie man sieht. Und wir haben ihn endlich. So.
Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. 4, ne? Ja. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Eure Kreaturen werden ergänzt. Eure Kreaturen hauen ab. Ja, dann hau doch ab. Götter fühlen sich durch dann hau doch einfach Opfergabe ab. Geehrt. Wer ist denn überhaupt sauer? Der da. Da. Das halte ich von dir. Da. Das halte ich davon. Oh, willst du abhauen? Willst du abhauen? Ja. Keine Lust mehr auf mein Dungeon? Hm? Oh, da ist er leider gestorben. Okay. So. Alle hinein. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. So. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. So, und das ist jetzt die vorletzte gewesen. Ich schmeiß nochmal alle rein. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. 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 Gut. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ja, den brauchen wir in dem Level nicht. Ich mach mal hier und lass sie alle buddeln. Genauso brauche ich mal irgendwo ein bisschen Gold. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Genau deshalb. So. Huch, festgebackt. Neuer Spruch wurde erforscht. Zahltag. Oh oh, Zahltag. 7900. Ah ja, gut. Da kommt gerade neues Gold rein. So. 70 Imps. Das sollte, glaube ich, reichen. Die können hier jetzt die ganze Zeit frei weiterbuddeln. Und füllen die unsere Schatzkammer. Das heißt, wir sind gut versorgt. Ja, ne, das meine ich. Die laufen jetzt alle hier hin. Ist schon irgendwie doof. Dich schmeiße ich mal in den Müll. So, alle, die noch nicht... So, holt euer Gold ab. Und baut euch mal einen Schlafraum. Einer hatte gerade keinen Schlafraum. Doch, haben sie alle. Habe ich mich verguckt, wa? Gut, dann ab in den Trainingsraum und weiter trainiert. So. Gut. Das sollte dann erst einmal soweit es gewesen sein. Theoretisch kann ich hier auch nochmal eine Schatzkammer ausheben, ne? Wegen dieser Juwelen. Ich glaube, das mache ich auch. So. Ich habe ja jetzt genug Imps. Da kommen sie alle. Halt! Bevor ihr weglauft, schmeißt es hier rein. So, und ein paar können schon mal... So! Und dann könnt ihr hier auch direkt buddeln. Viel Spaß. Dann sollte ich auf jeden Fall keine Goldprobleme mehr haben. Nice. Dann müssen wir eigentlich nur noch nach hier unten, ne? Theoretisch reicht sogar unser Vampire auf Level 10. Ein Dungeon Spezial gefunden haben wir noch nicht, ne? Hier war eins. Ich hoffe, ein Kreaturentransfer. Das würde mich sehr freuen. Haben wir hier noch irgendwo was versteckt? Nee. Nee, nee, nee. Hier auch nicht. Gut. Dann sei es so. Ich mache einfach mal so stichprobenartig gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber ich befürchte nicht. Nichts, nichts, nichts. Hier auch nicht. Nee.
Und dann nochmal hier gucken. Also solche Sachen sind nämlich selten irgendwie mittendrin, also selten hier irgendwo, sondern meist an der Kante. Deswegen checke ich einfach da immer, ob da vielleicht irgendwo eine Lücke ist. Aber hier ist alles dicht, das ist alles nur Erde. Nichts, auch nichts. Nee, nix. Und dann gucke ich nochmal hier bei mir, ob vielleicht bei mir irgendwie eine Lücke war oder so. Ebenfalls nichts auf der Seite. Nee. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Es gibt hier ich schon nichts geguckt, mehr ne? zu forschen. Da hatte ich schon. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ja, dann mach doch. Okay, wir haben einen Vampir auf Level 10, wir haben, die hier sind schon auf Level 4, das heißt, die können schon furzen. Können wir uns hier mal angucken, hier. Einfach das Giftgas und dann so ein Giftgas mit so zwei Arschbacken. Was soll das denn? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es hier so gibt, oder? Ach, die sind alle Level 1. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. So geht's natürlich auch. So. Dann rücken wir doch direkt mal weiter vor. Also, ich würde sagen, wir erkunden das mal. Ja, wir haben mehr als genug Gold. Wir können es wagen, so zu machen. Eure Kreaturen stürzen sich auf ne? Die kümmern sich schon drum. Wo ist denn unser Vampir? Ach hier. Gut. So. Buddeln wir mal hier durch. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Was haben wir denn hier, frage ich mich. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Oh, eine Mauer. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen eure von der Seite. Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Was? Was? Jetzt habe ich schon das Königreich erobert? Okay. Also das war ja ein richtig billiges Level. Daran erinnere ich mich gar nicht. Warum waren die alle Level 1? Das ist doch nicht Absicht, oder? Oder wie jetzt? Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Haben die das beim Level-Design verkackt vielleicht? Erstmal platziert und dann später können wir einstellen, welches Level die haben. Weil, was war das denn? Das war ja lächerlich.